Unser Kulturpreis für engagierte Kunst wird für ein beispielgebendes künstlerisches Wirken vergeben, das auf die wichtigsten Fragen unserer Zeit auf kreative Art reagiert und Lösungswege inspiriert. Die Künstlergruppe Corso Op Kollektiv setzt sich aus 9 professionellen Theatermacherinnen und Theatermachern zusammen, die sich 2017 hier in Saarbrücken in der freien Szene zusammengefunden haben. Mit einem klugen und innovativen Mix aus Schauspiel, Performance, Multimedia-Kunst hinterfragen sie gesellschaftliche und soziologische Phänomene. Der Kulturpreis 2020 des Regionalverbandes Saarbrücken geht auf Grundlage des Votums unserer Jury an das Corso Op Kollektiv. Herzlichen Glückwunsch. Ein Theater machen, in dem das Publikum in Bewegung ist, verschiedene Räume betritt, mittendrin ist, nicht im klassischen Sinne zurückgelehnt in den Zuschauerraum und auf die Bühne schaut. Und da fanden wir also Corso sowohl klanglich als auch inhaltlich ganz gut. Und dann, ich glaube, du warst, hast gesagt, da fehlt noch was. Und dann kam dieses Op dran in Assoziation zu Opart, zu Opus, zu Operationssaal, zu Overpowered und so. Und Originalverpackung. Die Arbeit vom Kollektiv, das Ergebnis, die Kompetenz, die Leidenschaft, die Motivation, das Durchhaltevermögen und die Exzellenz ist unfassbar. Das erreicht wirklich Menschen über den Denker, weil das wirklich intelligente Texte sind, über die Emotionen. Ja, und es schafft Bewusstsein. Also an den Theaterstücken kann niemand teilnehmen und es geht irgendwie so als Vergnügen nur an ihnen vorbei. Also irgendwo resoniert das auf jeden Fall, dafür ist genug drin. Und das ist wichtig, dass es resoniert in Menschen, dass sie sich Gedanken machen und irgendwie sich bewusst werden über einige Sachen. Und das finde ich sehr wertvoll und das ist schon der Knaller. Natürlich ist so eine Krise ja bedeutet ja einen großen Umbruch in der Gesellschaft. Heißt aber natürlich nicht, dass man sich jetzt mit Corona direkt beschäftigen müsste oder sollte sozusagen, sondern es kann natürlich auch einfach sein, dass man sich im Zusammenhang zum Beispiel mit der Corona-Krise auch wieder viel mehr mit solchen Themen wie Gehorsam zum Beispiel auseinandersetzen muss oder mit Dingen, sage ich mal, wie die da politisch gerade passieren, so und mit Freiheit und mit solchen Geschichten. Ja. Das sind zum Beispiel Themen, die könnte ich mir vorstellen, die werden jetzt in den Fokus rücken. Die Chance wäre natürlich, dass man erkennt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Kultur, kollektive Erlebnisse sind was ganz, ganz Wesentliches, das den Menschen ausmacht, das unsere Gesellschaft ausmacht. Das könnte man erkennen. Denn in den letzten Jahrzehnten ging auch vieles rückwärts, vieles auf Einsparen. Und was nicht systemrelevant ist, und das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt, ist systemrelevant nur, was Gewinn bringt, eine Gewinnmaximierung mit sich bringt, oder ist systemrelevant auch etwas, was immaterielle Werte betrifft? Das könnte man erkennen. Eine authentische kulturelle Identität und eine nachhaltige Entwicklung können nur da wachsen, wo tradierte Werte in einer dynamischen Auseinandersetzung stets mit den Herausforderungen der Gegenwart geführt werden. Um dies zu unterstützen, gibt es ein wunderbares Werkzeug, die engagierte Kunst.
Sie entfacht Diskussion und Fantasie und erleichtert innerhalb von sozialen Gemeinschaften den Austausch über gemeinsame Werte und Ziele. Eine engagierte Kunst fördert sozusagen den emotionalen Kitt menschlicher Gruppen.